What the fuck? Das ist halt das Alte. So, das ist jetzt das andere Handy, das alte Handy. Als wir los sind, war das zu 75. Kann die Anzeige ja nicht gestimmt haben. Das Ding hält tagelang. Toll. Ihr habt wohl gestern, müssen die da eine neue Quiz-Sendung gemacht haben. Wer ist denn die? RTL. Günter Jauch mit Kerner und noch so ein Kölner Blonder. Was Gott, wie heißt der? So ein Weizen. Ist der. Gleich fällt mir der Name wieder rein. Ich mag den Typen nicht, aber... Ist doch scheißegal, worum ging's? Die haben gegen Wissensmenschen, also mit viel Wissen, mussten die Fragen beantworten. Also die mussten alle gleiche Fragen beantworten. Und dann, wenn derjenige Gleichstand hatte, also der, es war ein Gegner, drei Besserwisser... Habt ihr irgendein Wort verstanden? Nee, ne? Wie du kannst, genau. Der war das, dieser Weizenblonde. Ich kann dir nicht machen, aber gut. Was möchtest du uns denn jetzt damit erzählen? Die drei mussten gegen einen einzelnen Besserwisser antreten und Fragen beantworten. Und wenn die drei besser waren als er, also als der Besserwisser, wenn der Fragen nicht beantworten konnte. Dann kam er nicht nach oben, also dann kam er oben. In den Himmel. Und wenn er besser war, dann konnte er da oben hin. Ich weiß aber nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, die haben einfach zwischendrin aufgehört. Entweder gefiel ihnen die nicht bei RTL oder irgendwas, es kam dann Nachrichten und dann war Schluss. Ich weiß es nicht. So wie das halt immer so ist. Vielleicht ist es mittlerweile normal beim Fernsehen. Ja, und das ist Johannes B. Kerner gewesen.
Und der blaue Johannes Bekerner und dann dieser Blonde, da dieser Verstehen sich Spaß Mensch. Ja, danke schön. Und das war toll oder war das nicht so toll? Oder? Nein, die Fragen waren schon ganz okay. Und der Besserwisser oder Besserwisserin, die kriegen immer Kopfhörer auf, Kopfhörer. Und damit die nicht hören konnten, wie die drei sich darüber unterhalten haben, was denn nun stimmen könnte an Antwort. Und die kriegen ABCD-Antworten. Und da mussten die alle eintippen, welche Frage, was sie glaubten, was richtig ist. Ja, und dann wurde aufgelöst. Und die Paulina Rosinski, die ich sonst eigentlich immer sehr gut finde. Jeder Mann auf diesem Planeten findet diese Frau auch gut. Gut, also für euch Männer, die eher Planetenmänner, die findet ja alle Paulina Rosinski ganz toll, was ich sehr gut verstehen kann. Und die hat das moderiert. Und das fand ich nicht so glücklich. Weil? Ich weiß es nicht. Irgendwie, entweder hat sie's, waren die Männer nicht so passend dafür, keine Ahnung. Sie wirkt ein bisschen steif, anders. Ich kann es aber auch nicht so genau beschreiben. Also sie ist ein Bild von einer Frau. Nein, doch. Oh. Vielen Dank für die Subs und für alles. Leider sind die Alerts aus irgendeinem Grund. Und ich kann auch nicht... Nee, kann sie nicht machen, hat sie einfach trotzdem gemacht. Jetzt haben sich halt alle umgedreht und uns blöd angeguckt. Aber das ist schon... Gut, dass sie das nicht machen kann. Wisst ihr was? Wir dürfen nie wiederkommen. Ich mach das, wenn ich da bin, bei Olli Olis nach. War gerade ein leiser Alert. Leiser. Du möchtest nicht deinen lauten Alert mitkriegen. Nicht leiden, aber nicht, weil ich eifersüchtig bin auf ihre, sondern ihre Art. Ach, ich finde die ganz, ganz okay eigentlich. Und Zahlen, ja, ne? Ja. Mal habe ich mir fast einen Liter habe ich mir bestellt. Niemand. Ja. Das war auch nicht süß. Vielleicht haben die Rezeptur geändert. Ja, mir hat so cool gemacht. Ich zahle nicht, zahle nicht. Thank you.
und ich finde auch gut, man kann sich absetzen. Stimmt. Bei der Polizei und haben das alles angemeldet. Jetzt sind wir schon über die Zeit. Wo soll ich das wissen? Oh Mann, ey. Ich glaube. Fällt dir nichts so ein, Leute. Ohne Scheiß. Fällt dir einfach nichts ein. Falls die Bildqualität eine andere ist, das ist das alte Handy, Leute. Naja, also es fielen 4 oder 5 Kisten Haribo. Weiß ich nicht mehr auswendig, ob es 4 oder 5 waren. Ein Rucksack von Twitch war auch noch auf der Rückbank. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, bis meine Mama mir das gesagt hat. Mir war gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass diese Kisten da rumhängen und so. Und in dem Rucksack waren noch Dinge. Aber ich soll da erstmal nichts zu sagen, laut Polizei. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir ein Knöllchen haben. Ich muss an das Auto. Bitte? Ich muss an das Auto. Ach, cool. Hey, alles cool. Bitte sehr. Alles gut. Kein Knöllchen. Ja doch, die Goldbeeren. Ist schon ein bisschen peinlich, ne? Dass Leute ein Auto aufknacken wegen Goldbeeren. Also, ich begreife das auch nicht. Ist mir... Und jetzt bringst du mich nach Hause, bitte. Ein absolutes Rätsel. Nee, mach ich nicht. Achso, du musst erst zu diesem... Albo ist 10 Meter von hier. Ja. Da fahren wir jetzt eben hin. Ja. Oder nachdem du 18 Tonnen Wasabi in dich reingekippt hast, ist dringend.
Würde mich jetzt nicht wundern. Ich schaff's, glaube ich, noch. Ich kann auch morgen bei Albau vorbei. Nein, mach das jetzt, dann bist du's los. Fahr da eben hin. Ein 1%. Junge, Junge. Ein 1% und es war noch nicht mal aus. Wundert mich ja jetzt schon. Oh! Mir ist gerade mitgeteilt worden, dass am 10.06. Parallelhochzeiten im Bergebunker 9 bis 14 Uhr stattfinden, welche im Außenbereich eventuell einen Sektempfang veranstalten würden. Was ist von dir im Außenbereich? Ach so, super. Können wir doch alles wieder zusammen machen. Ist billiger. Ja. Wird doch dann doppelt genutzt. Ah! Drückt's. Mutti muss kacken, glaube ich. Der Elfenschiss ist noch nicht ist ganz real. So, Anruf. Halt mal, das so einfach nur so. Fertig. Die Polizei, die diese Lappalie ernsthaft verfolgen wird, so traurig, dass wir über Polizei in einer Lappalie, wenn überhaupt keine Täter, nur durch Kommissar Zufall ermittelt werden. Cologne, du hast überhaupt heute noch nicht zugeguckt und gestern auch nicht, oder? Kann das sein? Danke, also, Silas. Da war ja sogar eine Kamera, ne? Und die haben das Kamera-Footage schon. Und das stand ja nicht an einer öffentlichen Stelle, ne? Also das kann nicht jeder gewesen sein eigentlich, irgendwie. Also es können doch nur Leute aus dem Haus gewesen sein. Oder eben aus jemand aus einem Stream, der weiß, wo es ist. Und also, es gibt ja sowieso viele Menschen, die und dass meine Mutter das ziemlich persönlich nimmt und deswegen sehr traurig war und geweint hat und so, da kommen solche Sätze halt auch immer sehr harsch, ne? Ja. So, tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, aber das wird sowieso das nichts. Das wusste ich nicht. Dass das ist dann auch immer so ein bisschen natürlich alle nett. Naja, man weiß ja nicht, ob auf diesen Kameras, auf Kamerafotos, ob man die erkennt, Menschen, weiß ich nicht. Ob man die erkennt und ob aber man die ich finde das jetzt gar nicht so abwegig. Aber, warum sagst du nix? Du sagst jedes ja Mal was. Nicht sagen. Ah, jetzt tu nicht so. Jetzt sag nicht so, als würdest du nicht sagen wollen. Das waren wahrscheinlich jetzt Zentimillimeter. Jetzt sagt sie nix. Echt, ey. Du bist aber auch eine Spezies. Deine Abkommen möchte ich sehen. Nach Nachfolger. Gönner. Nein, da sitzt neben mir. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur Haribo weggekommen, sondern auch ein Rucksack mit Inhalt. Ne? Und dieser, da war was drin. Keine Luft oder irgendwie sowas. Ne? Also. Feli. Mal die Kirche im Dorf, bin halt nur realistisch. Ja, hallo. Ja, sagt ja auch keiner was dagegen. Ne, du, ne, muss halt nur nicht unbedingt sein. Meine Ma ist halt da sehr
schlecht drauf. Sieht so aus, als wäre montags bis donnerstags bis 17 Uhr. Wieso? Haben die gar nicht geöffnet oder was? Ein Zentimeter, kennt ihr den nicht oder was? Ja, sie schön, dich zu sehen. Und? Aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Aber da läuft einer drin rum. Ja, ja. Ruf an, kannst du nur anrufen. Ja, anscheinend ist das wahr. Wenn mich das ankotzt, ne? Da sitzt doch einer drin. Nicht nur einer. Geh doch einfach hin und rein. Cologne, bitte nicht. Eigentlich mag ich das ja, wenn Leute so direkt sind. Kriegst es halt direkt zurück. Bitte nicht ändern. Ich stehe eigentlich auf sowas. Alles gut. Es ist halt nur, es ist sehr persönlich und wir haben uns sehr geärgert. Tun es immer noch eigentlich. Ja. Und hoffen wir doch einfach mal, ne, dass da auf den Aufnahmen was zu sehen ist. Ansonsten kannst du es nicht ändern. Wenn dir jemand schaden will, schadet er dir, ne? Da. Was? Da ist doch eine. Ja, und? Okay. Möchtest du jetzt der eine Mensch sein, der den auch tierisch auf den Sack geht? Kannst du halt nicht ändern. Ich brauche ja auch deren Erlaubnis nicht, um meine Versicherung anzuschreiben. Ich muss nur... Wenn ich dich jetzt nach Hause fahre, oder möchtest du noch irgendwo was hin, was einkaufen? Oder? Nee, ich möchte jetzt erst nach Hause. Wenn ich dann nach Hause komme, sitze ich bestimmt bis 8, 9 Uhr an den schriftlichen Sachen, die ich machen muss. Ja, oder? Nee, beeilt euch gar nicht, wenn wir über die Straße gehen. Lasst euch einfach Zeit, das ist schon okay. Sonst musst du es mir sagen und dann schreibe ich das bei mir und schicke es dir. Weil du so schnell bist, wie wir letztens gemerkt haben beim Tippen, oder was? Ja, das war ja da. Das ich glaube, ich bin 80 Mal schneller als du. Nee, da saß ich ja querfeldein drauf. Ganz genau. Du saßt also querfeldein. Wo drauf? Da. Also ich brauche für diese schriftliche Scheiße bestimmt 4-5 Stunden. Stimmt. Oder du lässt mich morgen Vormittag eben kurz rein und ich schreibe das. Was soll ich? Und ja, mach du das mal. Soll ich es vorschreiben und dann dir geben zum Schreiben? Ich muss es doch selber schreiben. Mit zu mir rein und diktiere dir das. Diktierst es mir. Und ich schick's dir dann. Nee, nee. Konzentrier du dich mal auf dein Klo gleich in Ruhe. Da müssen 80 Kilogramm Seife und... Nein, nein, nein. Der wievielte ist heute eigentlich? 10, 11, 12? 10. Oder ist der 11.? Biene Meier habe ich gestalkt übrigens. Auf Instagram, glaube ich. Ich glaube, ich habe dir einen Follow da gelassen. Kann das sein? 11., ne? Der 11.1. 22. 22. Morgen kommen auf Disco, auf Disney. Kommt ein Marvel-Film hier. Wie heißt das? Inhumans, ne? Die Super-Eumels. Kommen morgen auf Disney. Marvels Super-Eumels. Ich sehe nichts. Meinst du auf Instagram? Doch, müsstest du aber. Oder ich habe mich verdrückt. Das kann natürlich auch sein. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
So, jetzt sagen wir doch mal, was draußen so los ist. Aber ich finde, es wird schon heller. Also es ist schon länger heller. Und jetzt ist es noch heller. Ich bin geheim und bleib auch, was? Er heißt Arden, ja, auf Instagram und auf Twitter und überall heiße ich Arden Games, ja. Das war natürlich vor 5 Jahren noch alles frei, ne? Und Olli wäre auch vor 5 Jahren nicht mehr frei gewesen wahrscheinlich. Station. Red Station. So, was ist das für ein Tag? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Dienstag. Also, wir wollten ja donnerstags immer eine Body Kitchen Sendung machen. Wir machen jetzt am Donnerstag die erste Body Kitchen Sendung. Das wird mir jetzt bis morgen auch zu. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Zugang. Wann machst du die? Nachmittags? Morgens? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich heute Abend brauche. Mhm. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich was morgen mache. Boah, Leute, das tut mir echt total leid, ne? Dass das alles jetzt so ein bisschen durcheinander ist. Ja, das tut mir wirklich leid. Kann ja auch sein, dass der Typ wird mich morgen irgendwann anrufen und wird sagen, ey, Fenster abholen. Zum Beispiel. Hm. Naja, wir werden auf jeden Fall morgen wieder eine Runde im Auto machen. Ich muss beim Amt Dokumente einwerfen. Das ist wichtig, damit meine Bezuschussung, meine selbstständigen Bezuschussung verlängert wird. Ich habe schon das okay, ich muss aber die Unterlagen einwerfen. Sie haben es auch wieder erhöht, zum Glück. Mhm. Finde ich gut. YMCA. Wenn du nur wegen der Unterlagen losfahren musst. Nein, und Fenster und alles. Achso, ja, wenn das morgen sein sollte. Ansonsten hätte ich gesagt, bringst, gibst mir die Unterlagen runter und ich werde eben hin. Aber ich kann erst ab morgen Mittag. Muss man aber zurückzahlen oder wie ist das bei dir? Naja, ich bin selbstständig und am liebsten möchte ich gar keine Unterstützung von denen haben. Aber der Staat unterstützt dich, wenn du eine gute Idee hast. Also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, yo Leute, ich würde mich gerne mit irgendwas selbstständig machen. Ne, gib mir mal Kohle. Ne, das geht nicht. Und dann gibt's, also es gab eine Zeit bei mir, da haben die das einfach unterstützt, egal was dabei rumkommt. Und dann musstest du immer anfangen, musst du, glaube ich, immer alle 6 Monate musst du abgeben, was du eingenommen hast. Ne? Und wenn du natürlich 5.000 Euro netto verdient hast pro Monat, dann kriegst du keine Unterstützung mehr, ne? Das ist klar. Und ich glaube, das wäre auch schon längst vorbei gewesen bei mir, wenn nicht Corona gekommen wäre. Ne? Oder zumindest hätten die dann gesagt, also ich glaube, 3 Jahre ist das immer so ungefähr geplant. Ne? Aber die sehen halt auch Potenzial in dem, was ich mache. Ne? Also sie haben das schon gekürzt. Also es ist schon 50% weniger als am Anfang. Und jetzt haben sie es aber wieder gekürzt und da habe ich denen gesagt, das geht so nicht, dann kann ich nicht überleben. Und das haben sie jetzt wieder draufgepackt. Und sehen aber, die kennen das auch, also die kennen den Channel auch. Ne? Ich habe denen auch schon öfter angeboten, dass sie da mal sich präsentieren können, das Kulturamt und so. Aber das wollen die nicht. Naja, und ich glaube, dass das so für die günstiger ist, als würde ich Hartz IV kriegen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil Hartz IV wäre, glaube ich, noch mehr Geld. Das Doppelte, glaube ich. Ungefähr.
Und da dürfte ich dann noch sogar was dazu verdienen. Und dann ist das so für die so billiger. Und trotzdem würden die das nicht machen, wenn die halt nicht sagen würden, hey, das ist okay, das ist eine Sache. Ne? Da will nicht einer irgendwie Hundehaarpullis verkaufen. Ne? Also etwas, was nicht unbedingt Sinn machen würde. Sondern das hat schon was. So ist das. Kinder sind leider sehr laut. Sonst würde ich hier auch mal was fallen lassen. Du musst schon lesen, was da steht. Leider kann ich das nicht, weil wir ja fahren. Kinder Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da steht laut. Kinder sind leider sehr... Ja, na gut. Sonst würde ich hier auch mal was fallen lassen. Ja. Das halte ich nicht aus, das muss ich jetzt gucken. Teuer! Fast dasselbe. Laut und teuer. Kommt ihr aufs Ähnliche drauf raus? Leider sind die Kinder sehr laut. Sonst würde ich dir was fallen lassen. Was ist mit dir? Also Keller machen wir heute nicht. Können wir morgen machen. Machen wir morgen hier. Oder so. Musst du da denn dringend dran? Nein, jetzt muss ich da nicht so dringend dran. Okay, danke. Es war schön mit euch. Wir sehen uns bald, ja? Tschüss. Habt noch einen schönen Tag. Geil. Ihr Schätze. Einfach die Kinder arbeiten schicken. Oder so. Naja, das meiste bleibt übrig bei einer Donation. Bits ist, glaube ich, für euch und für uns, also für euch das Unangenehmste, weil ihr, glaube ich, horrende Summen bezahlt an Twitch. Ne? Die Bits nutzen wir eigentlich nur, wenn der Alert funktionieren würde, um Nachrichten vorzulesen, eigentlich. Bits sind halt einfach schweineteuer. Ne? Also wenn du hier 100 Bits raushaust, ist das, glaube ich, 1 Dollar oder 1 Euro. Und 100 Bits kosten dich ja fast 101,50. Ne? Und Subs ist eigentlich, Subs finde ich eigentlich ganz schön. Weil, weiß ich nicht, ich finde das geil, wenn jemand abonniert freiwillig oder geschenkt bekommt oder so. Aber da gehen halt auch 50% weg. Ne? Es gibt gerade überall Petitionen, dass das nicht fair ist und nicht in Ordnung ist und so. Und, im Moment Bitsit Mieswett. Dankeschön. Ja, Bitsit Mies. Weg damit. Was? Könnte mal einer ein Bit raushauen? Mit einem Satz dazu. Das ist ja jetzt das andere Handy, weil das ja gerade leer geballert war. Jo Funst. Versteht kein Schwein, oder? Also ich versteh's nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Das rafft auch wieder keine Sau, sowas. Gönnen. Dankeschön. Jetzt hauen sie wieder alle nur die 1-Cent-Dinger raus. Das ist so gemein. Ja, cool. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Bitte rausgehauen. Ist das seltsam? Hallo Olli, Test.
Wieso funktioniert das jetzt? Dizzy. Bitte mir Bits. LOL. Ihr seid so dämlich. Dankeschön, Leute. Ja, aber die Bits sind doch echt teuer. Na gut, beim Sub geht auch die Hälfte weg. Ich weiß es nicht. Gebt den Hand frei. Ja, ich meine, haut die Bits raus. Wenn ich 10 Euro in Bits schicke, bekomme ich davon... Nee, nee. Wenn du 1000, das wären 1000 Bits. Davon kriege ich alles, aber du musst die ja erstmal kaufen. Wenn du 2 Subs kaufst, dann kriege ich davon 5 Euro, ja. Entschuldigen Sie, gehen Sie vielleicht mal den Kofferraum aufmachen. 4 Euro sind es ja jetzt. Ja, was ist denn los, Junge? Fick dich, Alter! Meine Güte! Da ist ein Unfall passiert. Fick dich, du blöder Wichser! Ehrlich, da kann man doch mal vorsichtig drum rumfahren. Du Arschgesicht. Blöder Wichser. Pisser. Ich hasse solche Leute. So ein blöder Wichser. Weißt du, da ist ein Unfall, da trägt jemand eine Frau raus, die ist schwanger. So ein Pissgesicht. Das sind... So, solche Leute sollten die Bullen mal festnehmen. Horschen! Horschen! Hoffentlich lurkt er jetzt und kriegt voll die Krise. Was für ein Pissgesicht. Ohne Witz, was für ein Arschloch. Ja, und du kannst ja einfach mal rausfahren, ne? So. Ohne Gas geben oder was. Du kleiner Pisser, ey. Ohne Witz. Solche Leute, echt. Meine Güte, weil ihn das jetzt umgebracht hat, dass ich vorsichtig daran vorbeigefahren bin. Ehrlich. So ein Arschgesicht. Dämliches. Was ist ein Pissgesicht? Der Typ, der im Auto saß, ist ein Pissgesicht. Was ein Vollidiot. Amen, Bruder. Ehrlich, da hilft, da sitzen lauter alte Ladies in dem Bus. Und eine ist schwanger und ist nicht so alt und wird von einem anderen Typen rausbegleitet aus dem anderen Auto. Und der muss da... Ey, fahr jetzt, du Victor! Das sind die Momente, wo ich den Pazifisten in mir echt mal kurz nach Hause schicken möchte, kurz aussteigen möchte und dem Typen einfach mal kurz in die Eier treten möchte. Mann, ey. So ein Depp. Ist doch wahr. Loch mit da vorne dran, Lul. Ja, also wie gesagt, ich kann natürlich, während ich fahre, den Chat nicht lesen. Ne? Deswegen könnt ihr ab einen Bits einen Satz vorlesen lassen. Das scheint jetzt mit dem Handy wieder zu funktionieren. Warum es mit dem anderen Handy nicht funktioniert? Pazifisten machen auch mal Urlaub. Dann bleibt der Teufel zurück. Haha. Genau. Meine Fresse, was für ein Arschloch. Nur noch hupen, damit er dir noch schön Angst macht, den Ladies und der Schwangeren. Meine Güte. Echt, ey, manche Leute sind solche... Emotional wie Fußhornhaut. Oder anders. Meine Hornhaut hat mehr Emotionen als so ein Arschgesicht. Pissgesicht ist übrigens der Bruder von Arschgesicht. Ist doch bei GTA. Ja, Solidus, stimmt. GTA Essen. Hast du recht, ich Idiot.
Ike City. Ja, genau, genau. Ganz, ganz furchtbar. GTAS. Ja, passt doch dann, oder? Sirenen. Solche Idioten. Noch schnell rüberfahren vom Krankenwagen. Ist doch klar. Habt ihr das gesehen? Ey, was ist denn los mit den Menschen? Hä? Leute. Was zum heiligen Bodenfick ist denn nur los mit den Leuten hier irgendwie, hä? Meine Fresse, ey. Da hörst du, also... Da fällt mir nichts so ein, ohne Scheiß. Fährt der Typ hinter mir, gibt Gas, fährt an mir... Die denken alle nur von der Tapete bis zur Wand. Ja. Glaube ich nicht mal, ey. Glaube ich nicht mehr. Die wollten nur Platz machen. Oder so. Das kommt ja geil, Ach, ist das furchtbar, Essen. Ist das furchtbar, Essen. Junge, 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 Junge. Yeah. Dies ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung, die offiziell von der Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse 4 und niedriger sind für den Einsatz erlaubt. Alle anderen Waffen sind nicht gestattet. War bestimmt einer, der den Kackstift ganz weit raushängen hat, weil der zu spät zur Arbeit kommt, weil er zu spät losgefahren ist und schon die dritte Abmahnung wegen zu spät kommen Itus hat. Ihr seid ja halt richtig geil drauf, ey. Das feiere ich ja ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen rumfahren und mich beruhigen, glaube ich. Ich liebe Autofahren. Wenn das natürlich so weitergeht, hat das mit Beruhigen nicht viel zu tun. Mann, 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 was für Deppen, ey. Das ist also wirklich echt. Ich schaff das mal vor dem Krankenwagen schnell rüber. Na, wenn nicht, dann rufen wir einen neuen Krankenwagen und einen Rabschlepper. Ja, fahr doch einfach rüber. Wieso bleibst du nicht einfach auf deiner Seite? Sag mal, was ist denn heute los? Hier. Ette hier links. Hier, Golf 5 oder was das ist. Fährt gerade hier halb auf meiner Seite. Dann gucke ich rüber, guckt er mich an und grinst. Was ist denn los? Spinnen die alle oder was? Rechts vor links und grün für blau. Ist doch logisch. EP. Ah ja. Ist bei Ehrensache immer so geil.
wenn irgendjemand was raushaut, was irgendwie hallo, lo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 l. Das geht dann 2 Minuten. Und dann erstmal schön irgendwie ein Beat untermischt. Das finde ich auch immer sehr, sehr geil. Ja, also Leute, ihr wisst, solange ich fahre, kann ich leider nicht den Chat lesen. Nur wenn ich stehe. Deswegen könnt ihr für einen Bit den Satz vorlesen lassen. Haha, ja. Bei Fabi ist's lustig. Fabi ist geil. Ich mag Fabi. Das ist zum Beispiel auch einer, dem gönne ich halt auch alles. Ne? Der soll mit Schlorox jeden Tag senden und dadurch Reichweite kriegen. Und mit Papa Gronkh und... Nein, doch. Finde ich super. Der macht nicht eine Sekunde lang irgendwie den Eindruck, als wäre das irgendein Arschloch, der da irgendwie rumfreiert auf Reichweite oder so. Sondern der hat... Ich habe 95 Bits für 1 Euro. Ja, das ist natürlich eine Frechheit. Ne? Das geht natürlich auch so. Also das sage ich. Ne? Da musst du, glaube ich, schon irgendwie 1 Million Bits kaufen, damit... Na, weil das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ne? Das ist ja mehr als... Sonntagsfahrer sind am Start. Mehr als 50% Abgabe. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt leider keinen Beat, den ich da drunter legen kann. Ja, schön. Tornadolfe sagt, hier im Laptop höre ich die Nachrichten. Ja, mit dem neuen Handy hört man auch wieder die Alerts. Ich weiß nicht, was mit dem anderen Handy los ist. Aber es ist ja das gleiche Programm. Also, ne? Also wenn ich das jetzt auf beiden Handys lösche und wieder hochlade, dann ist das halt auf beiden gleich. Hab die aber nur jetzt für dich geholt, Olli Marek Blaha-Herz. Traumhaft. Ich lieb dich auch ein bisschen. Wer auch immer es war. Wenn Sasa war, natürlich erst recht. Hier reißen die fett die Gebäude ab. Ne? Das ist so geil irgendwie. Ich bin gespannt, was sie da hinbauen dann. Ein riesiger Gebäudekomplex. Wahnsinn. Das ist natürlich absolute super Ober-Premium-Lage, ne? Also egal welche Firma auch immer da welches Haus hinbaut, das wird, das muss Milliarden kosten. Das war... auch lustig. Ne? Wenn, also, das ist auch so ein Ding. Ne? Da fährt halt der Radfahrer über den Fußgängerweg einfach. Ne? Querschnell drüber. Und du musst, also natürlich bremst er, weil er den nicht plattfahren will, aber wenn er den jetzt nicht sieht, der Fußgängerüberweg ist ja nicht für Radfahrer. Ne? Was ist denn dann? Bist du trotzdem der Arsch. Ne? Sagt der Radfahrer, der Arsch hat mich nicht gesehen. Mann. Okay, ich durfte nicht langfahren, aber das ist ja egal, weil ich bin ja der Radfahrer. Ne? Ich zeige euch jetzt mal, wo wir da sind in Essen. Ich drehe jetzt nochmal um gleich bei der nächsten Gelegenheit. Und was sie da, also das muss wirklich ab. Klar, ich das. Habe die Teile nie benutzt. Umdrehen, umdrehen. Mach mal kein Umdrehen. Wir nehmen mal eine kleine Abkürzung durch eine Gasse. Einfach drüber fahren, lernen durch Schmerz. Richtig! Schön. Lernen durch Schmerz. Ihr Idioten.
Fahrer haben auf dem Zebrastreifen nur Vorrang, wenn sie absteigen und das Fahrrad schieben. Dann gelten sie als Fußgänger und haben entsprechende Rechte. Das gilt auch für Kinder unter 7 Jahre, obwohl sie auf dem Gehweg fahren dürfen. Kommt es zu einem Unfall, trägt der Radfahrer eine Mitschuld. Aha. Ach, tritt sich alles fest. Ja, Sasa. Ha? Ja, fragt mich mal, warum das auf dem Handy funktioniert und auf dem anderen nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt passt mal auf. Also hier links geht's zum Hauptbahnhof. Ne? Wir sind quasi ein paar Meter nur vom Hauptbahnhof weg. Das da ist ein uraltes Haus mit Parkdeck. Was mal die Nummer 1 Adresse in Essen war, weil es direkt am Hauptbahnhof ist. Das, was ihr hier links seht. Dahinter steht auch ein Haus, das sieht aus, als wäre es aus 1804. Noch auf dem Rücken des Pferdes gebaut irgendwie. Das ist das große Postbankhaus. Und jetzt schaut euch das gleich mal an. Also auch dieses Gebäude hier vorne, wenn wir jetzt gleich direkt links abbiegen, gehört zu dem Komplex, der mit abgerissen wird. Jetzt passt auf. Jetzt hier, passt auf. Das, was ihr hier seht, dieses große Gebäude. Bin ja ein ganz kleiner Pokémon-Fan, also Katjemal. So, und jetzt da könnt ihr das sehen, rechts. Scheiße, ich kann nicht rechts rüberfahren. Das hier ist Premium A Superlage. Mit Direktanbindung zu A40. Hier unten haben sie jetzt gesperrt, weil die halt da das Gebäude abreißen. Da rechts. Olli. Warum funktioniert das mit dem Handy und mit dem anderen nicht? Wer auch immer das geschrieben hat, sei froh, dass ich nicht lesen kann, wer es geschrieben hat. Du Wichser, du arme Sau. Mach mich doch fertig. Nein, das hier ist also wirklich, Premiumer geht's nicht. Letztens war ein Pizzalieferant so cool und hat einen Radfahrer. Hier kann man auch eventuell schiebende Lachs. Das verstehe ich nicht. Letztens war ein Pizzalieferant so cool und hat einen Radfahrer. Einen Radfahrer was? Ey, letztens hat ein Pizzalieferant einen Radfahrer. Ja, was hat er denn? krass. Würde mich wirklich interessieren. Wahrscheinlich wird das irgendein Bankhaus, ne? Weil Banken haben ja Geld. Oder... es wird Tesla hergestellt. Aber muss man sich halt mal vorstellen, ne? Die reißen bestimmt ein Jahr lang jetzt erstmal dieses Gebäude ab. Warum dauert das so lange? Weil das ist hier ja alles mit Tunneln und Untergrundbahn und Bahnhof und so weiter. Alles verbunden hier, ne? Also... das ist ja hier wie so ein Fuchsbau durchlöchert hier, die ganze Stadt, unterirdisch und so. Und hier ist die Zufahrt mit den Brücken für die Autobahn, A40. Also mit den Untergängen, dadurch Übergänge, Brücken. Deswegen müssen die das so vorsichtig machen und abreißen, schätze ich. Wahnsinn. So, bin erstmal den Supermarkt leer kaufen. Bis morgen, ihr Lieben. Wahnsinn. Ich weiß noch, also dieses Gebäude sah gar nicht so alt aus. Das war eigentlich relativ cool. Würde mich echt mal interessieren, was die dafür dahin. Beleidigt, weil er über einen Zebrastreifen gefahren ist. Lul, du geile Sau. Geil. Das Auto neben mir ist ein Service für Heizung, Sanitär, Badplanung, Solar, Elektrotechnik und heißt Digger. Digger Service GmbH. Im Ernst jetzt? Geil. Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Es dauert so lange, weil sie vorsichtig sein müssen. Der schiefe Turm von Pisa darf keine Kontotenz bekommen. Die Anwälte kann keiner mehr bezahlen. Ich sollte Jura studieren. Hast du recht. Die beiden werden gerade auch schon wieder schön ineinander geknallt. Junge, Junge, Junge. Digga, GmbH. Vom Keller bis zum Dach. Ey, ich glaube, dass die Leute einfach auch so tierisch unentspannt sind wegen Pandemie immer noch. Ersatzteil. Ich will den Wagen da gar nicht hinstellen. Hat mir eigentlich nicht einer von euch einen Link geschickt, wie ich so einen Parkschein beantragen kann? War das einer von euch? Für die Innenstadt Essen, einen Parkausweis? Hat mir da nicht irgendwie... Das macht so Spaß. Gleich habe ich keine Bits mehr. Naja, du hast doch gerade erst... Also, ich weiß auch gar nicht, warum du... Also, wo auch immer du die gekauft hast, Sasa, die waren viel zu teuer. Normalerweise ist, du kriegst für 1,50 100 Bits. Was natürlich auch schweineteuer ist, ne? Geil, es funzt wieder. Grüße, Kurczyk. Ach, Olli, meintest du das Paket von Twitch, was heute reinkam? Oder hast du einen Brief gesendet? Also ich bin, glaube ich, mit einer anderen Streamerin der einzige Streamer, der kein Paket von Twitch bekommen hat. Natürlich nicht, ist ja auch klar. Was für ein Frosch, der Fahrradfahrer, der hätte auch den Arm mal ganz kurz rausstrecken können. Ja, gut, aber da kann man ja drauf achten. Ich glaube, Lea Loco hat auch keins bekommen. Ich habe es genauso bestellt wie die anderen auch. Oder ich habe genauso eine E-Mail bekommen und habe gesagt, ja klar, hätte ich gerne. Aber ich glaube, es haben einfach nicht alle bekommen. Bits gab es bei Aldi an der Kasse. Aber nein, ich habe einen Brief abgeschickt an dich. Wie versprochen. Kannst dich nicht mal mehr dran erinnern, ne, du Assi. Junge, Junge. An Postfach Super X-Flix oder wie das heißt. Anbei noch ein paar Vorschläge für Beleidigungen im alltäglichen Stadtverkehr. Butterbirne, Pissnöcke, Übergesicht, Flachzange. Auf Wiederhören. Naja, aber da finde ich Pissgesicht eigentlich ganz angenehm. Hatte noch Guthaben bei Honeplay, vermutlich kommt da noch was drauf. Ja, ist jetzt auch egal. Ja, da kommen noch Gebühren drauf, das stimmt. Das ist natürlich... Kannst mal sehen, wie teuer die Gebühren sind, ne? Wahnsinn. Da bezahlst du dafür, dass du 99 Cent raushauen darfst, mehr als 99 Cent. Wahnsinn. Und Google lacht sich kaputt. Wahnsinn.
passt, oder? Tornado Öffe sagt, Olli, nimm das Schreiben von der Polizei mit. Habe ich im Rucksack. Was ist denn los? Ich nehme das mit. Ich verstehe das trotzdem nicht, warum das da funktioniert und da nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Sehr, sehr seltsam. Könnt ihr mich hören? Are you hearing me? Yes. Super. Der Umschlag war noch nicht da, Kojak, oder was? Ich glaube ganz fest daran, dass hier gerade jemand zuguckt, der das Auto aufgebrochen hat, aber was willst du machen, ne? Kannst du nichts machen. Felix, geh nicht jeden Tag ans Postfach. Die Feierfeier, das faule Sau. Wann geht, wie oft geht denn der da so ran? So? Meinst du? Hä? Zieh die Hose hoch, die Kerokete schaut raus, Lul. Was willst du denn? Wer war das? Silas, nur für dich. Was hast du für ein Problem mit meinem Arsch? Was ist denn los? I think it burns. Du musst da nicht hingucken. Warte. Mit Hülle. Sag mal, was ist denn los? So. Mit Hülle hält das Ding nicht so gut. Hier drin.
Ja, ich habe nur 24 Zoll. Schon komisch, oder? Alles. Könnt ihr euch noch dran. Also bis. Bis gestern quasi. Ne? Bis gestern, wenn wir hier eingerückt sind, war hier immer Alarm. Irgendwer hat immer irgendwo gequatscht. Irgendwo war immer Musik. Ne? Und jetzt? Kein Ton. Nichts. Gar nichts. Null. Schon komisch, ne? Was ist denn ein Mäppchen? Mäppchen. Hab ich noch nie gehört. Und Mauli, nur weil du dir keinen Rucksack leisten kannst, raus! Hey, aber Kojak ist doch wirklich so, oder? Normalerweise, egal wann du dahin gelatscht bist, irgendwo lief Musik, da war eine Küche. Da hat irgendwer gequatscht, da war irgendwas oder so. Und jetzt ist da gar nichts mehr. Ne? Aber wie gesagt, ich hoffe, dass auf der Cam was drauf ist. Das ist schon merkwürdig, ne? Also ich finde das sehr merkwürdig. Keine Zeit für Haribo. Keine Zeit für Musik, muss Haribo essen. Oder so. Hier, wenn ihr euch mal einen 3000 Euro Whisky angucken wollt, müsst ihr zu Banneke. Ja, ich finde das schon ganz schön krass, muss ich euch ehrlich sagen. Also, du hast halt, um das vielleicht abschließend nochmal zu sagen, du parkst in einem Innenhof, wo du nur reinkommst durch das Tor. Okay, ich habe jetzt festgestellt, das Tor ist zu. In dem Tor ist eine Tür, die kann man nicht abschließen. Das macht natürlich auch total viel Sinn. Ja, du kannst das Auto nicht klauen. Aber du kannst halt da reingehen und die Autos im Innenhof aufbrechen. Aber Leute, wenn du da stehst in dem Innenhof und du furzt, hört das halt jeder. Jeder hört das. Ne? Also das heißt, ich gehe davon aus, hier, das ist das Haus von außen übrigens. Ne? Dieses rote Haus. Da, hinter dieser Physiotherapie ist der Innenraum, wo immer die anderen Autos auch stehen. Ne? Und dann fährst du halt da drunter durch und da in diesem Haus ist das drin. Ich bin der festen Überzeugung, dass das jemand aus dem oder aus dem Haus ist. Wenn die Bullen jetzt sagen könnten, hey, Hausdurchsuchungsbefehl, wette ich, dass die irgendwo diese Haribo-Dinger finden würden. Wette ich. Und einen schwarzen Twitch-Rucksack mit drei Dingen. Ja, Dizzy, genau. Sehe ich genauso.
Da musst du eigentlich echt aktiv weghören. Ja, sehe ich ganz genauso. Ist schon hart, ne? Irgendwie, oder? Ja, was willst du machen? Machst halt gar nichts, ne? Ja, Kojak, ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Ich finde es nur schade. Ne? Weil alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, weiß ich nicht. Macht's einfach nicht. Was soll ich sagen? Würde mich auch nicht wundern, wenn wir in ein paar Wochen, falls ich dann nicht schon bei mir hier unten parken kann, da reinkommen und dann Ersatzteile. Guck mal, so sieht das heile aus. Ob er weiß, wie schnell man da einbrechen kann? Würde mich nicht wundern, wenn im Altpapiercontainer Haribo-Kisten liegen. Ja? Weil anscheinend ist denen das ja scheißegal. Ja? Also du musst halt, das kann nicht unbemerkt sein. Das kann nicht. Ja, das stimmt, Goldfurz, da hast du recht. Also mit Alerts ist das alles viel schöner. Danke fürs Followen. SEK GSG9. Genau. Kann mir mal irgendjemand bei Gelegenheit erklären, ja, Lila, ne, wir haben ja die Kästen hin und her getragen. Das konnte man ja sehen im Innenhof. Da standen gerade ein paar Jungs vor, haben sich geraucht, als ich rausgegangen bin, haben sich eine geraucht, haben sich unterhalten. Als ich um die Ecke kam, war es ruhig und deswegen bin ich gerade so blöd stehen geblieben da. Ich glaube jetzt sogar, ich weiß sogar, wer es ist. Oh, soziales Pack. Oh, soziales Pack. Vollgefressen. Die Treppen hoch ist noch schlimmer. Wollte ich nur mal kurz sagen. Es wird jetzt ein langer Aufstieg. Könnt ihr den Hello I'm from Korea loschen? Hoschen? Ist da jemand da? Schwerträger anwesend. Mist. Frankfurt Main, aber wahrscheinlich, weil irgendwelche Soldaten mit am Start waren, oder? Ach, so komme ich hier mal rein morgens. Oder so war ich auf.
Na gut, der ist aus, normalerweise. Haben wir denn hier? Ist natürlich auch geil, ne? Wahrscheinlich einer aus Nordkorea, der endlich den Sprung in die Freiheit geschafft hat, hat aber ganz schnell nur auf Twitch was geschafft, ist auf unserem Kanal gelandet und wollte uns eben fragen, wie er aus Nordkorea rauskommt. Und wir, Kujik Ban, okay. Dear Jongju, I'm sorry, but we don't know what your name is spelling, so if you perhaps are the big motherfucker and we cannot read it, we have to ban you. I'm so sorry. But anyway, you can write me and we can sort it out. No problem. Okay. So. Was haben wir denn hier so? Ruppelt die Bums. Camera is on. I could einfach, simply mach hier Stopp. Wait for it.